Es geht, es geht. Das Schlimme ist eher, eine Hase zu treffen. Du hättest dir Gefallen getan, wenn gestorben wärst, als hattest Chance, Kroschka. Toll. Wo gehen Sie hin? Wenn du laufen kannst, geh! Ärger kommt selten allein. Klar. Zu Befehl, Rasputin. Ich werde mich verpissen. Aber ich ging nicht. Ich konnte nicht. Wo sollte ich denn hin? Also kamen wir zu einer Übereinkunft. Er würde es mit mir aushalten, solange ich meinen Teil beitrage. Und das war der beschissene Anfang von 6 langen Monaten. Es sind jetzt 8 Wochen, seit ich von Claire getrennt wurde. Der alte Mann hat mich aus der Ruine gezogen und mich aufgepäppelt. Und der Armreif? Meiner hat nie die Farbe gewechselt. Und ich habe mich nie in eines dieser Dinger verwandelt. Ich Glückspilz, was? Sobald ich wieder auf den Beinen war, sollte ich dem Alten beim Jagen helfen. Kurz gesagt, ich muss mein Essen selbst töten. Hausordnung. Kannst du mit Pistole? Mehr oder weniger. Gut, du sammelst selbst Munition. Hast keine mehr, nicht mein Problem. Ich verstehe schon. Ich werde keine Last sein. Und somit ein herzliches Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier zu Resident Evil Revelations 2 zum zweiten und letzten DLC, The Struggle, die Prüfung. Und ja, Moira lebt noch. Wer hätte es gedacht? Wir haben uns ja immer, ich habe mich ja besser gefragt. Was macht die Leiche noch? Lebt die noch? Oder was ist die Sache? Die wurde ja von den Steinen erschlagen. Und dass Barry sie nicht mal gesucht hat, die Leiche oder sonst was. Und dann das Handy, was Barry damals dann bei dem alten Mann gesehen hat, wie es dahin gekommen ist. Und alle solche Fragen werden jetzt ein bisschen aufgeklärt. Und man hat ja gesehen, sie lebt noch. Sie wurde von ihm gerettet hier vor dem alten Sack. Und ja, was jetzt genau noch passiert, werden wir sehen. Rationen anzeigen. In dieser Episode brauchen Sie Rationen, um einen Abschnitt noch einmal zu versuchen. Rationen erhalten Sie, indem Sie Tiere erjagen. Wenn Sie nicht genug Rationen haben, um einen Abschnitt neu zu starten, wird das Spiel Game Over. Ihre Speicherdaten für diese Episode werden dann gelöscht. Was? Gott. Ben Jagd ist vorbei. Du gehst zu Sägemühleneingang tief in Wald. Das große Tor. Ich kenne es. Ist sehr wichtig, dass du ankommst, ehe Sonne untergeht. Sonst Monster haben Kroschka zum Abendbrot. Lecker, lecker, lecker. Lecker, danke, lecker, dass lecker. Dass sie mir den Appetit verderben. Und auch noch mit Zeit. Du hilfst mir. Schulden sind schön, wenn zurückgezahlt. Ja, ja. Gehen wir jagen, ehe sie in Altersschwäche sterben. Oh Mann. Ich weiß, dass ich essen muss, aber armes Tier. Armes Tier, ja. Vor allem, ich muss schnell beim Scheiße, Schießen sein. Ich hasse Pistolen. Es geht, es geht. Das Schlimme ist eher, eine Hase zu treffen. Barry. Ein
Gott. Hä, wie viel brauche ich denn? Vor allem der eine Hase war gerade voll groß. Oh mein Gott. Ich bin so gut. Ja. Zwei habe ich schon. Zwei volle. Alter. Ich sammle einfach die Munition noch. Ich hoffe mal auf meine gute Schießkünste. Dass ich wirklich dann genug Hasen krieg. Da war doch gerade einer. Oh, laufen jetzt hier keine Hasen mehr rum. Ah. Okay, den habe ich nicht. Schade. 10 Minuten noch. Sowas ist mies. Oh, was? Ah. Ah, der hat seinen Hasen selber gefangen, hä? Nimm mit! Wo sind denn die Hasen? Wir müssen den ganzen Weg entlang laufen, oder wie? Ach, Monster kommen auch noch. Oh! Ich glaube, das ist eine super Idee, die ich nicht ausprobieren werde. Haha. Schlange, Ratte, Hase. Alles. Vielleicht findest du einen Hamburger. Ja, erwischt. Sei wachsam. Ich weiß. Lassen Sie mich Sie erschießen oder wollen Sie sich erst beschweren? Das ist eine gute Frage, hä? Ungeheuer. Ich muss mich konzentrieren. Wie hat Claire nochmal ihre Waffe gehalten? Ja, Schrotflinte. Auf Russisch. Ich kann es gar nicht glauben. Ich habe das Leben daraus geschafft. Zwar nicht unbedingt mein Stück, aber Lebens. Das haben wir doch schon. Okay. Nehmen wir mit. Da ist nur Muni. Da ist noch was. Also gibt es hier wieder ein bisschen mehr Action, hä? Warum flieht denn hier eigentlich alles? Aufmachen. Runter. Brauche eigentlich nicht mehr so viel. Oh Mann. Stirb einfach, komm. Ich brauche mehr Hasen. Hallo? Ach du Kacke. Oh, oh. Stirb. Okay, Monster tot. Nehmen wir mit. Da kommen wir nicht rein. Nein, kommen wir nicht. Oh ja, geil, noch Monster. Und ich muss immer noch ein paar Hasen jagen. Durch! Ah. Gar nicht so easy, wenn hier keine Ratten kann ich auch jagen, hieß es, hä? Wie? Gutes Mädchen, wir können hier weiterjagen. Oh, genau. Ich muss nur eben ein gutes Mädchenkleid anheben, damit es sauber bleibt. Wenn fertig bist, geh zu Tor. Ja, Sir. Ich muss weiterjagen, weiterjagen. Das ist überall ein Monster. Wo rennt hier was? Das Ding ist ja... Eigentlich will ich ja... genug Hasen und so haben, aber leider habe ich ja noch nicht. Grünes Kraut ist immer gut. Manometer. Viel fehlt ja nicht mehr, aber es taucht nichts mehr auf. Hasen waren am Anfang einfach.
Einmal runter. Nachladen. So, bin fast fertig. Komm her. Komm doch her. Komm. Oh, Alter. Jetzt kommen sie. Alter, wie verhalten der aus? Der erste ist tot. Wo ist denn der andere? Kommt der jetzt? Natürlich kommen jetzt beide. Danke. Und er hier. So, jetzt müssen wir weiterjagen. Brauchen noch ein paar Tierchen. Mitnehmen. Die Monster sind ja eigentlich kein Problem, aber wann kann ich Tierchen bekommen? 5 Minuten. Ach, die Käfer kann ich auch essen. Sagt das mir doch einer. Ich hab die Käfer immer. Oh. Hallo. Hallo. Komm mal hinter dir. Der ist der Große. Der ist der Große. Stirb. Stirb! Stirb! Geht doch. Ist tot. Zombies können wir nicht essen. Hallo? Warte! Ja! Nimm mit! Nimm mit! Muni, hol der Flasche. Oh, da kommt wieder was. Wow, wo? Oh. Stirb. Kann ich nicht essen? Okay. Ja, weiß ja nicht. Alles essbar. Ah, ich bin voll. Ich bin voll. Voll mit Essen. Muni! Woo! Geil. Rotes Kraut. Einmal hoch. Einmal hoch. Einmal runter. So, wir müssen zu dem Tor, oder? Ja. Zu dem Tor. Wir haben, was wir brauchen. Können wir Feierabend machen? Okay, das sollte genug Essen sein. Gott sei Eben. Dank, ich muss mich hinlegen. Hinlegen? Wir früh fertig. Also hilfst du mir schneiden Fleisch. Wow, lehrreich. Ja, wir schneiden Fleisch. Ich dachte, das war's. Ich könnte es keine Minute mehr aushalten, von so einem Besserwisser herumkommandiert zu werden. Warum suchten wir keinen Weg von der Insel? Njet, sagte er. Kein Zweck. Schau Realität ins Auge. Sein Haus, seine Regeln. Aber ich wollte die Hoffnung nicht aufgeben. Noch nicht. Ich dachte nur noch an eins. In Wirklichkeit dachte ich nur noch an meinen Dad. Jene Nacht träumte ich von Barrys Sterbebett. Er sah echt traurig aus. Niemand war bei ihm. Niemand zum Nörgeln. Er hatte kein Feuer mehr. Als ich aufwachte, merkte ich, dass ich geweint hatte. Ja. Also die... das Ende jetzt hier gleich... Also was heißt das Ende? Das Gespräch hätte man auch mit dem Bild noch verfassen können. Als nur mit dem schwarzen Bild. Naja, was soll man machen? Wir haben das erste Überleben geschafft. Wir haben Hasen, Ratten und Käfer sammeln müssen.
Lecker. Ja, nicht. Wir kommen nicht von der Insel. Wir müssen hier leben. Ja, nicht. Ja, cool. Mal wieder was anderes. Aber wir wissen, wie wir das mal überlebt haben. Wir müssen gucken, ob die von der Insel kommt oder nicht, ja? Wenn ihr das erfahren wollt, schaltet die nächste Episode wieder ein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen und einen Kommentar da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.